Schismatiker? Wir? Nein, nur Katholiken der anderen Art. Mit dieser Aussage lässt sich die Pressekonferenz der Deutschen Bischofskonferenz zusammenfassen, die am vergangenen Samstag zum Abschluss kam. Mit anderen Worten, Deutschlands Bischöfe, angeführt von Bischof Georg Betzing von Limburg, setzen mit dem Hochmut eines Martin Luther ihren schismatischen Weg fort. Sie erklären nur, dass ihr Schisma kein Schisma sei, auch wenn es aussieht wie eins. Wann in der Kirchengeschichte haben Schismatiker jemals zugegeben, Schismatiker zu sein? Die konkrete Ankündigung, die Betzing machte, in der Bundesrepublik Deutschland werde es Segnungen von Homopaaren geben, Rom hin oder her. Dabei wird es natürlich nicht bleiben, sobald diese Tür aufgestoßen ist. Das Gute daran, diese andere Art der katholischen Kirche hat keine Zukunft. Sie schafft sich selbst ab und beschleunigt laufend das Tempo der Selbstzerstörung. Gläubige Beobachter sehen darin die Antwort des Himmels auf die Irrtümer und Fehlentwicklungen seit dem Zweiten Vatikanum. Der Herr schlägt mit Blindheit. Johannes 12, Vers 40. Es ist ein offenes Geheimnis, dass in glaubenstreuen Kreisen längst darum gebetet wird, dass Gott der Kirche einen katholischen und heiligen nächsten Papst schenken möge, der seiner Aufgabe nachkommt, die Brüder im Glauben zu stärken. Lukas 22, 32. Dazu gehört es auch, katholische und heilige Bischöfe zu ernennen. Die Homowellen gehen hoch in der Kirche. Die vergangenen Tage lassen die Wellen hochgehen in der katholischen Kirche. Während Kardinäle auf eine Enzyklika zur Verurteilung der Genderideologie drängen, empfing Papst Franziskus den Jesuiten und Homo-Apologeten James Martin. War das seine Antwort darauf? Franziskus wird von zahlreichen Bischöfen und Kardinälen ersucht, gebeten, gedrängt, eine Enzyklika zur Geschlechterfrage zu veröffentlichen, um ein für allemal die Verzerrungen der Gender-Theorie klarzustellen, die über die sexuelle Natur des Menschen verbreitet werden und das Selbstverständnis der Menschen und die Erziehungsarbeit schwer kompromittieren. In den vergangenen Jahren war vor allem die Glaubenskongregation bemüht, durch Mahnungen die göttliche Ordnung um Mann und Frau und die natürliche Familie aufzuzeigen und zu verteidigen. Sie formulierte auch ein Verbot von Segnungen für Homopaare, die Deutschlands Bischöfe jedoch mit Hilfe von Papst Franziskus unterlaufen wollen. Die auf fast allen Kanälen propagierte Verflüssigung des Verständnisses vom Menschen, seiner Identität und Sexualität verlangt, so Kirchenvertreter, nach einem klärenden Wort. Progressive Kirchenkreise, die den Hofstaat von Santa Marta bevölkern und Papst Franziskus nahestehen, gerieten darüber zuletzt in doppelte Erregung. Einerseits sehen sie sich näher am Ziel denn je, die kirchliche Morallehre zu kippen, andererseits versetzen sie die insistenten Forderungen der Gegenseite, nicht zuletzt aus Afrika, in Unruhe. Daher möchten sie das Tempo beschleunigen, wie einige deutsche Bischöfe, die die Anerkennung der Homosexualität kaum erwarten können. Der Kampf geht in die nächste Runde. Gelobt seien Jesus und Maria.